Dann möchte ich Sie alle, das Publikum, online und offline, herzlich begrüßen für die heutige Veranstaltung. Ich begrüße auch unsere Gäste online, offline aus der Ukraine, die heute hier sind, nicht ganz planmäßig, aus Odessa, aus Donetsk. Aus Donetsk speziell möchte ich Alexander Bukalov begrüßen, den ehemaligen Leiter von Memorial Donetsk, der nach Kiew geflohen ist im Jahre 2014 und im letzten Jahr aus den bekannten Gründen nach Köln. Wir holen jetzt eine Veranstaltung nach, die wir schon vor längerer Zeit geplant hatten. Das wurde dann wegen Covid verschoben. Und da Stanislav Asseyev derzeit in Deutschland ist, und zwar auf Einladung der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, hatten wir die Gelegenheit und die Möglichkeit, ihn jetzt hierher einzuladen. Und wir danken auch der Hamburger Stiftung ausdrücklich für ihre Unterstützung, für die Einladung und für die Teilnahme an der Veranstaltung heute. Ich möchte kurz einige Worte zu Stanislav Asseyev sagen und dann ihm selbst das Wort geben. Stanislav Asseyev ist in Donetsk geboren, in Makiivka aufgewachsen. Er hat, was an dem Buch, was wir vorstellen, auch stark zu merken ist, Philosophie und Religionswissenschaften in Donetsk studiert. Ganz nebenbei gesagt hatte er als Lehrer Igor Kaslowski, der hier auch schon zu Gast war und der eine ähnliche Leidensgeschichte durchzumachen hatte, also auch in der Haft war, auch in derselben Haftanstalt, Isolation, wie später wie Stanislav Asseyev auch. Er ist, arbeitet als Journalist, als Schriftsteller und war auch im Ausland und zur Zeit der Besetzung 2014 vom Donbass, also des Teils der Entstehung der sogenannten Donetsker Volksrepublik, ist Asseyev dort geblieben und hat nicht den Weg vieler anderer genommen, die geflohen sind. Er blieb dort und fing im Januar 2015 an, Artikel zu veröffentlichen über die Entwicklung in dem besetzten Gebiet. Das ging bis Mai 2017. Er veröffentlichte in Ausgaben wie jetzt Ukrainskaya Pravda, noch weiteren ukrainischen Ausgaben der Svoboda, teils russisch und teils auf ukrainisch. Ein Teil dieser Artikel können Sie hier finden, das ist auf russisch und das Buch ist auch in Übersetzung da. Irritierenderweise heißt das Buch auch in Isolation. Es ist aber nicht über die Haftanstalt dieses Namens, sondern vielmehr über das, was ihn dahin gebracht hat, nämlich es enthält seine Artikel, für die er dann eingesperrt wurde. Man hat ihn lange Zeit gesucht und irgendwann, dann eben im Mai 2017, bei einer vielleicht Stichprobe auf der Straße, als er unterwegs war zu einer Reportage, soweit ich weiß, anhand seines Rucksacks erkannt und eingesperrt. Er wurde danach noch gezwungen, so zu tun, als wäre er in Freiheit und weiter Artikel zu schreiben, sodass also relativ spät erst bekannt wurde, dass er nicht mehr frei war. Er kann diese Dinge dann selbst auch berichten. Er hat danach, er hat einige Zeit in einem normalen, in Anführungszeichen, Gefängnis in Donetsk gesessen, bis er dann kurze Zeit danach, nach anderthalb Monaten, in die Haftanstalt Isolation kam. Das heißt so, weil das eine ehemalige Fabrik war, wo Materialien isoliert wurden. Später war es dann eine Art, nicht mehr eine Fabrik wie zu Sowjetzeiten, sondern eine Einrichtung für Kunst, wo also Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen stattfanden. Es ist aber ein ziemlich großes Gelände. Und das haben die Besatzer dann oder sogenannten Separatisten genutzt und umfunktioniert in ein Foltergefängnis. Und das heißt jetzt nicht, da die Haftbedingungen und Folterungen dort sind extrem, was aber nicht bedeutet, dass in den anderen Gefängnissen, auch in dem er vorher war, nicht gefoltert wurde. Davon wird auch die Rede sein. Er hat 28 Monate in dieser Isolation verbracht. Das Buch, in dem er davon berichtet, heißt Heller Weg.
Das ist euphemistisch. Der Grund für diese Bezeichnung ist die Adresse. Das ist noch aus Sowjetzeiten. Heller Weg war wohl gemeint in das sozialistische Paradies. Und das ist eben die Adresse dieser Haftanstalt, wo er die meiste Zeit gesessen hat, bis er kurz vor dem Austausch Ende 2019 noch in ein anderes Gefängnis überführt wurde, nachdem er auch verurteilt worden war, zu zweimal 15 Jahren. Aber er kam dann eben durch den Austausch Ende Dezember 2019 frei. Ich werde nachher einen kurzen Ausschnitt aus dem Hellen Weg lesen, möchte aber jetzt erstmal an ihn selbst das Wort geben und auch dazu einladen, Fragen zu stellen, was Sie auch gerne gleich tun können. Ich selber habe natürlich noch jede Menge Fragen, aber ich möchte dann auch dem Publikum gleichermaßen das Wort geben und jetzt erstmal an Асеев übergeben, Станіслав. Дуже дякую вам і одразу дозвольте подякувати всім, хто сьогодні прийшов. Мені завжди дуже приємно, коли така увага до власне тих подій, які досі ще, на жаль, розгортаються в Україні. Ich bedanke mich, ich begrüße Sie. Ich danke allen, die heute hier erschienen sind. Das ist für mich sehr große Freude, dass das Interesse für die Ereignisse da ist, gegenüber den Ereignissen, die bedauerlicherweise immer noch bis heute im Gange sind. Я дозволю собі, оскільки мене коротко вже представили, не повторюватися. В принципі, моя історія зараз вже більш-менш зрозуміла, тому що я більш прихильник, такої, знаєте, відвертої прямої розмови із людьми, які зібрались і, можливо, мають якісь свої власні запитання з будь-якої насправді з тим. Wenn Sie mir erlauben, ich werde nicht meine Geschichte erzählen, die wurde schon erzählt und die ist schon bekannt. Abgesehen davon, ich bin Freund von einem offenen Gespräch und falls jemand irgendwelche Fragen hat, bin ich glücklich, die zu beantworten. Єдине, що хочу сказати, що щодо книжки, того фрагменту, який, мабуть, зараз прозвучить, він стосується безпосередньо досвіду, мого власного досвіду тортур, через який проходив я в Донецьку в 17-му році. І це, на жаль, практика, яка й досі є переважаючою на будь-якій окупованій території, яку окупувала Росія, і зараз це вже не тільки Донеччина. Ich möchte nur ein paar Worte sagen gegenüber den Auszügen, die jetzt vorgetragen werden aus meinem Buch. Es handelt sich dabei um die Folter, denen ich unterzogen wurde und eben in Donetsk, in diesem Gefängnis, in dieser Isolation. Es gehört zu einer normalen Praxis, auch bis heute, in allen anderen Gefängnissen, die jetzt in allen besetzten Gebieten, nicht nur in Donetsk, sondern auch in anderen Gebieten, die von den russischen Truppen besetzt werden, verwendet werden. І на сам кінець книжка, про яку казала пані Віра, вона, знаєте, це спроба внести щось раціональне в абсолютно ірраціональний абсурд, який відбувався і відбувається досі на тій території, конкретно в ізоляції. Тому будь-який уривок, який би ви не читали з цієї книжки, він може видаватись трішечки відстороненим, ніби людина, яка це описує, просто спостерігач, а не той, що пройшов безпосередньо ці катування. Und ich möchte ein paar Worte über das andere Buch sagen. Das heißt Isolation. Das ist nicht die Beschreibung meines Aufenthalts in dieser Isolation, sondern ich habe versucht, etwas Rationales in das irrationale Absurdum hineinzubringen und zu erklären, was sich jetzt in diesen Bereichen, in diesen Gebieten passiert, in Donetsk und so weiter. Ich werde jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Hellen Weg vorlesen, was die persönlichen Folterungen betrifft, die Асеев durchgemacht hat. Es ist noch die Geschichte, also das ist schon passiert, bevor er in diese Isolation kam. In der Haftanstalt vorher, in denen ja genauso gnadenlos gefoltert wird, nur es ist nicht ganz so systematisiert vielleicht wie in dem anderen Folter.
wie es war. Folter ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das nicht so sehr darauf ausgerichtet ist, einen Menschen physisch zu brechen, sondern mehr auf die Vernichtung seiner Persönlichkeit. Genau deswegen werden der Einschüchterung, die das Gefühl des körperlichen Schmerzes verstärkt, und der Erniedrigung große Bedeutung beigemessen. Die folgenden Beschreibungen sind nicht erschöpfend, sie behandeln nicht alle Varianten der Folter, die in den Donetsker Kellern eingesetzt werden. Ich werde aber versuchen, in aller Kürze meine persönliche Erfahrung durch das Prisma der Prozeduren, meine persönliche Erfahrung durch das Thema der Prozeduren, eine der beliebtesten Bezeichnungen für die Foltermaßnahmen hier, die ich selbst durchmachte, wiederzugeben. Meine eigenen Prozeduren fanden nicht in der Isolation statt, bis zu der es noch lange anderthalb Monate waren, sondern in gewöhnlichen hellen Büros im Zentrum von Donetsk, mitten am helllichten Tag. Vorausgreifend sage ich, dass ich verblüfft war, als sie mich in Handschellen auf einen Stuhl neben einem Fenster setzten, das auf einen der zentralen Boulevards hinausging. Einige Minuten später werden sie Drähte an meine Daumen anlegen und elektrischen Strom einschalten. Aber im Wesentlichen wird sich nichts ändern. Keine Dunkelheit, keine bedrohlichen Keller, in denen sie meine zukünftigen Zellengenossen foltern werden. Vor dem Fenster werden weiter die Bäume zu sehen sein. Sie nehmen vor Beginn der Folter sogar den Sack von meinem Kopf. Es wird weiter die Maisonne scheinen und etwas weiter weg, an der Haltestelle, werden die Menschen auf ihren Bus warten, während sich meine Muskeln qualvoll zusammenziehen werden. Diese Absurdität, zentriert auf einen Fleck des städtischen Raums, wird mich noch mehr als einmal verblüffen. Aber einstweilen führen sie mich in ein Büro, in dem das Leichteste auf mich wartete, ein PR-73 oder einfacher gesagt ein Gummiknüppel. Eine Zeit lang schlugen sie damit auf mich ein, immer auf dieselbe Stelle, etwas über dem Knie, weswegen sich die Haut unter der Jeans bereits nach einigen Minuten aufblähte, als wäre sie eine Seifenblase. In der Isolation werden sie solche Menschen später Ampeln nennen, wegen des Effekts, aus dem der ganze Körper ein einziges, erst lilafarbenes Hämaton wird, das später in gelbe und grüne Schattierungen übergeht. Einmal trugen sie so eine Ampel in unsere Nachbarzelle und legten sie dort auf den Boden, legten eine Decke über sie und verboten, sie auf die Pritsche hinüberzuschleppen. So lag der Mensch bis zum Morgen da. Aus mir wird aber nur in Teilen eine Ampel werden. Jedoch sollte ich während der Schläge auf die Fragen der mir gegenüber sitzenden Tschekisten antworten, die dergestalt waren: Was bin ich nur für ein Vieh, wenn ich die Wahl des Volkes, in einem getrennten Land zu leben, nicht achte? Wenn ich auch nur eine Sekunde nachdachte oder zu erklären versuchte, dass ich mich wegen der Schmerzen nicht konzentrieren konnte, schlugen sie noch heftiger und öfter zu, sodass die Absurdität schon hier begann. Ich musste ein Gespräch führen und so tun, als prasselte nicht parallel ein PR-73 auf mich nieder. Nach einer solchen kurzen Unterhaltung zogen sie mir wieder den Sack über den Kopf und führten mich über den Korridor in ein Nachbarzimmer, wo der Sack wieder abgenommen wurde. Genau in diesem Zimmer geschah es. Ich sah vor mir drei Menschen in Sturmhauben und eine kleine geöffnete Videokamera, in die sie mich höflich und konsequent siezend baten, kurz meine Biografie zu erzählen. Dieses Sie erzeugte die Illusion, dass alles schon nicht so schlimm kommen würde. In diesem Moment hatte ich weder vom Ausmaß der unterirdischen Welt von Donetsk noch davon, dass hinter diesen Mauern 99 von 100 Menschen Folter durchlaufen, eine Vorstellung. Von all dem konnte ich mich überzeugen, sobald das Objektiv der Videokamera verschlossen war und ein alter Telefonapparat ins Zimmer getragen wurde. Wie sich herausstellte, war dieses Gerät eine örtliche Berühmtheit, das Feldlügendetektor hieß oder einfach TAPIK, die Abkürzung für Feldtelefonapparat mit Induktionsspule. Von ihm gingen zwei Drähte ab, die sofort an meinen Daumen befestigt wurden. Wider Erwarten wurde der Grund für den ersten Stromschlag die scheinbar gänzlich unschuldige Frage: Was ist das für eine Telefonnummer in deinem Telefon? Trotz des schon beginnenden Schockstadiums begriff ich, dass es sich um einen gerade erst extra von hier getätigten Anruf bei einer Bankfiliale handelte, weswegen ich einfach sagte: Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht angerufen. Eine falsche Antwort, und sie leiteten zum ersten Mal elektrischen Strom durch mich.
Überhaupt bedeutet jede verneinende Antwort in einer derartigen Situation, sich zu Stromschlägen zu verdammen, was aus einer ganzen Reihe der folgenden, auf den ersten Blick absurden Fragen klar wurde. Ich wurde zum Beispiel sogleich gefragt, wie oft ich masturbiere. Der ganze Trick besteht darin, dass Sie erst die Fragen stellen, auf die die Antworten offensichtlich, aber unangenehm sind. Und wenn ein Mensch bereits hier zu lügen beginnt, in der Anfangsphase, wird seine Folter grausamer und länger. Zudem versuchen Sie, Ihre Konzentration zu stören, indem Sie etwa von Fragen zur Spionage, die Sie mir vorwarfen, zur Frage kommen, ob ich an Gott glaube oder schon einmal einen Fallschirmsprung absolviert hätte. Was auf den ersten Blick chaotisch erscheint, hat tatsächlich ein derartiges Ziel, ein eindeutiges Ziel, Sie zu offensichtlichen Lügen zu verleiten. So antwortete ich auf die Frage nach dem Fallschirm ja, wonach Sie direkt fragten, was für eine Art von Fallschirm. Als ich Gleitfallschirm antwortete, erhielt ich sofort einen Stromschlag und einen Schlag mit etwas Hartem auf den Nacken, zusammen mit dem Schrei, ich löge. Diese Leute konnten nicht wissen, ob eine Antwort der Realität entsprach. Für sie war das eine wichtig, mich dazu zu bringen, meine Antwort zu ändern, danach noch härter und länger zu foltern und mir Lügen vorzuwerfen. Fragen nach der Familie oder Gott lassen sie weicher werden, erzeugen die Illusion einer Entspannung, eines menschlichen Gesprächs, weswegen der nächste Stromschlag viel schmerzlicher sein wird. Zudem muss man sich vorstellen, dass im Verlauf dieser ganzen Zeit die höflichste Anrede das Wort Vieh sein wird, was ihre Selbstachtung senken und ihnen ein Gefühl der Schuld einimpfen soll. Während eines Gesprächs über Gott siezte mich damals unerwartet einer von ihnen, wonach alles von Neuem begann. Eine Achterbahnfahrt aus den Schulungshandbüchern der Sowjetzeit. Natürlich gelingt es erst später, all das zu begreifen, wenn alles vorüber sein wird, aber einige Details wurden mir direkt dort klar. So sagte etwa einer, kaum dass sie mich hingesetzt hatten, in recht grober Form, warum sich mit ihm aufhalten? Schneiden wir ihm einfach den Kopf ab und werfen ihn in den Kalmius, ein Fluss in Donetsk. Aber in diesem Augenblick wurde mir plötzlich klar, dass sie alle in Sturmhauben waren. Wenn sie ernsthaft vorhatten, jemanden den Kopf abzutrennen, würden sie wohl kaum ihre Gesichter verdecken. Oder ein anderer Moment. Ich wurde ständig nach einer Kontaktperson gefragt, die es selbstverständlich nicht gab. Da verstand ich, dass es sich absolut verbot, sich etwas auszudenken und anzugeben, was nicht existierte. Ja, bei einer jeden solchen Antwort intensivieren sie die Stromstärke. Aber in diesem Fall ist Ertragen besser, als sich in nicht existenten Fakten zu verstricken, die im Endeffekt die restliche Gesundheit kosten werden. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte eines jungen Mannes, den ich erst später im Donetsker Untersuchungsgefängnis kennenlernte. Er saß genau wie ich unter Strom auf dem Stuhl, ohne die geringste Verbindung zu Geheimdiensten zu haben. Aber an einem Punkt hielt er es nicht mehr aus und erfand auf die Frage nach der Kontaktperson einen Major. Zudem dachte er sich noch einen Namen aus, weswegen er wesentlich mehr seiner Gesundheit einbüßte, als seine Folterknechte endlich erkannt hatten, dass er die Aussage wegen der Stromschläge nur ersonnen hatte. Schließlich verboten sie mir sogar das Schreien und sagten, dass sie ein Stück meiner Nase abschneiden würden, sollte ich noch einen Laut von mir geben. Wonach sie mir zu Demonstrationszwecken mit einem großen Hiebmesser, dessen Klinge sich als stumpf herausstellte, auf den Nasenrücken schlugen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie mir einen der Drähte schon am linken Ohr angelegt und ich musste unter der Einwirkung kontrahierender Gesichtsmuskeln antworten. Es versteht sich, dass die Aussprache ungenau wurde, weswegen einer von ihnen es mit immer höherer Stromstärke versuchte. Einen der Stromschläge erhielt ich auch für meinen früheren literarischen Roman, in dem ich meine Reise zur französischen Fremdenlegion beschrieben hatte. Diese Leute waren überzeugt, dass ich schon damals von Geheimdiensten angeworben gewesen und überhaupt nur dorthin gefahren sei, weil ich Menschen hätte töten wollen. Ich muss sagen, dass mir bis zu diesem Moment schon das ganze Verhör gleichgültig geworden war, da ich buchstäblich vom Stuhl hing und dann manchmal zu Bewusstsein kam durch eine neue Ladung Elektrizität. Das finale Stadium der Folter war die Drohung, dass sie mich in eine Zelle bringen, in der ich in der Nacht erniedrigt werden würde, genauer gesagt vergewaltigt. Und wenn ich in einer Einzelzelle sitzen wolle, müsse ich schnellstmöglich alles unterschreiben. Wie sich später herausstellen würde, war diese Drohung keine Lehre, denn in der Isolation griffen sie oft zu sexueller Gewalt, auch gegenüber Männern.
Sie hatten ihre Leute unter den Gefangenen, die diese Arbeit durchführten, wonach sie in Gefängnissen in abgesonderten Zellen versteckt wurden, damit die anderen Gefangenen sie nicht in Stücke rissen. Schließlich, schon mitten in der Nacht, geriet ich wirklich in eine Einzelzelle im Keller, wo ich auch die anderthalb Monate verbrachte, bevor sie uns an den Ort brachten, an dem ich darum bat, wieder in den Keller zu kommen. Die meiste Zeit danach verbrachte er dann, also wie gesagt, in dem Hellen Weg. Und es wird in dem Buch das sehr genau beschrieben, was dort geschieht. Aber ich habe das ja am Anfang angedeutet. Er hat nicht umsonst Philosophie studiert. Es ist nicht nur eine Schilderung von Grausamkeiten oder dessen, was er erlebt hat, sondern auch eine Auseinandersetzung damit. Eine Reflexion, Analyse, Diskussion von Fragen wie: Will man sterben, Selbstmord unter diesen Bedingungen? Das wird ausführlich diskutiert, für und wieder und wie er das erlebt hat. Und viele andere Dinge auch. Es wird auch, wie sich die anderen Gefangenen verhalten, auch die Täter und wer die anderen Gefangenen sind. Es ist ein wichtiger Punkt, dass da nicht nur, also das ganze Spektrum der Gefangenen, da können Sie vielleicht auch noch etwas zu sagen. Es waren ja nicht nur ukrainische, also ukrainisch gesonnene Oppositionelle, sondern auch Menschen, die schon ganz lange gesessen hatten, also Kriminelle, die schon also zig Jahre, zum Teil 20 Jahre Haft hinter sich hatten, auch eine entsprechende Erfahrung. Und dann gab es auch die Anhänger des Regimes, die in Ungnade gefallen waren, aus welchen Gründen auch immer, die dort auch saßen. Es wäre vielleicht... Vielleicht können Sie noch etwas darauf eingehen, auf dieses Spektrum der Ihrer Mithäftlinge, gerade in der Isolation. Так. Ну, дійсно, перше, що хотіла б сказати, оскільки про це вже зайшлося, що гуманітарна освіта філософська, вона дала змогу побачити багато речей, в тому числі той уривок, який ви зараз почули про катування, і встановити навіть в цьому шоці певну структуру. In der Tat, es wurde schon gesagt, meine humanitäre Ausbildung, geisteswissenschaftliche, insbesondere in der Philosophie, hat mir erlaubt, viele Momente zu sehen und zu analysieren, die stattgefunden haben, auch zum Beispiel im Prozess der Folter. В цьому уривку, який ви сьогодні почули, особливої філософії немає, її там, в принципі, і взятись нема звідки, але... Гуманітарна освіта дозволила мені дійсно побачити саму структуру в абсолютному хаосі, здавалось би, на перший погляд, тих катувань, які відбувались в той час, я підкреслюю, ще до 24 лютого. Also es gab in dem Abschnitt, der heute vorgetragen wurde, praktisch null Philosophie. Aber dennoch, meine humanitäre, also geisteswissenschaftliche Ausbildung hat mir erlaubt, eine Struktur zu sehen in dem totalen Chaos, das damals stattgefunden hat, auch im Prozess der Folter, insbesondere vor dem 24. Februar 22. Я кажу в той час, тому що те, що відбувається зараз, має певну і трішки іншу природу, не в тому сенсі, що застосовуються інші засоби. Ні, засоби ті ж самі, і наших військовополонених теж, на жаль, катують електричним струмом, але ставлення до військовополоненого і до цивільної особи, яку підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами, воно все ж таки різне. Ja, ich meine, jetzt betone ich eben, dass das sich unterscheidet zu dem, was jetzt zur Zeit stattfindet. Natürlich wird es genau jetzt gefoltert. Auch unsere Kriegsgefangene werden gefoltert, auch mit Strom gefoltert. Aber die Einstellung gegenüber den Kriegsgefangenen ist anders als gegenüber den Zivilisten, die auch jetzt gefoltert werden.
І ця різниця полягає перш за все в тому, що у випадку потрапляння до полону саме військових, від них не потребують якоїсь спеціальної інформації, тому що, як правило, вже все зрозуміло, хто їх керівники безпосередні, де їх взяли, власне, в полон, і якоїсь секретної спеціальної інформації вони не мають, а відповідно і нема сенсу їх катувати тиждень за тижнями. Und zwar, der Unterschied besteht im Folgenden. Die kriegsgefangenen Soldaten, die jetzt Angehörige der Streitkräfte festgenommen werden, gefangen genommen werden. Es hat keinen Sinn, die besonders intensiv zu foltern mit dem Ziel, etwas von denen zu erfahren. Denn das ist ja völlig klar, wenn sie gefangen genommen werden, wer deren Führer ist, wer deren Leiter, wo sie gefunden wurden und was deren Aufgaben waren. Es gibt keine Geheimnisse, die man aus denen mit Hilfe des Stroms noch auspressen könnte. А друга відмінність полягає в тому, що до цивільних, яких підозрюють, особливо якщо підозрюють справедливо, тобто до цивільних, які дійсно співпрацювали з українськими спецслужбами, ставлення більш жорстке і більше ненависті, ніж до військовополонених, принаймні на моєму досвіді в 17-19 році, бо до військовополонених ставляться навіть з якимось елементом поваги, тобто, як мені пояснювали, то це ворог, якого ти можеш побачити. А цивільних, як вони казали, вас ще треба познаходити по всьому Донецьку, і ми витрачаємо на це роки. Und die Einstellung gegenüber den Zivilisten, die festgenommen wurden, ist eben ganz anders, sehr voreingenommen. Insbesondere diejenigen, die sind sozusagen, die muss man noch aufdecken. Die sind auch, die werden viel stärker gehasst, weil die etwas machen, was sie nicht unbedingt machen müssen. Denn gegenüber den Kriegsgefangenen, das ist ja klar, die werden mit einem gewissen Respekt behandelt, denn man weiß, was sie wollen und was sie getan haben. Aber bei den Zivilisten muss man noch herauspressen, man muss noch erfahren, was sie eigentlich wollten. Що стосовно складу ізоляції, хто там сидів? Умовно, її можна, цей склад можна розділити на дві частини. Перша – це їх власні так звані ополченці, тобто бойовики, які воювали за ці так звані республіки, яких також кинули до підвалу. А друга частина, відповідно, про українські налаштовані люди. Yeah. Was die Zusammensetzung den Personen, die in der Isolation festgehalten werden, die bestehen aus zwei Gruppen. Einerseits, das sind die eigenen Kämpfer, die da in Ungnade gefallen sind aus irgendwelchem Grund. Und die anderen, das sind eben pro-ukrainische Personen, die festgenommen wurden. Але це дуже умовно, тому що друга група, так звані проукраїнські, вона поділяється абсолютно на безліч якихось соціальних груп, які часто до політичної позиції не мають відношення. Ну, наприклад, ті ж кримінальники, з якими я сидів, які теж мали статтю шпигунство чи екстремізм, тобто політичні статті, але які взагалі не мали жодних політичних поглядів і потрапили до ізоляції, ну, власне, можна сказати, випадково. In Bezug auf die Zivilisten, die festgenommen wurden, die sogenannte pro-ukrainische Gruppe, das ist auch sehr relativ, kann man die als solche bezeichnen, denn da waren unterschiedliche soziale Gruppen, die festgenommen wurden. Das waren auch pro-ukrainische Kräfte, aber es gab auch regelrechte kriminelle Gestalten, denen auch gar nicht die Spionage inkriminiert wurde, oder irgendwelche extremistische pro-ukrainische Taten. Das ist ein reiner Zufall, warum sie dann hineingeraten sind. Окрім того, треба сказати, що в ізоляції утримуються і жінки. Там на момент мого перебування було 3 жіночі камери з загальних 8 камер. І до жінок ставляться так само жорстко, як і до чоловіків. Тобто до них застосовують катування електричним струмом. Und ich muss auch dazu sagen, dass in der Isolation auch die Frauen festgehalten wurden. Es gab insgesamt 8 Zellen in der Isolation und davon 3 waren Zellen, wo die Frauen festgehalten wurden. Und dabei die Frauen wurden genauso gefoltert wie auch die männlichen Gefangenen, auch mit Hilfe des Stroms, Elektrostroms.
Забігаючи трохи наперед, одразу скажу, що на сьогоднішній день ми не знаємо, який стан речей в ізоляції, яка там адміністрація, що саме роблять з людьми. Ми тільки знаємо точно, що ізоляція існує, тому що туди потрапила людина з так званого фільтраційного табору в Маріуполі, і ми, напевно, знаємо, що її відправили до ізоляції ще минулого року, тобто ізоляція точно існує. Yeah. Ich komme etwas sozusagen nach vorne und sage, wir wissen zurzeit nicht, wie genau jetzt die Isolation dort gehandhabt wird. Wir wissen nur, dass die Isolation weiterhin existiert und wir kennen nicht die Administration dieser Einrichtung. Wir wissen nur, dass bereits vor einem Jahr eine Person aus Mariupol, aus Filtrationslager Mariupol, auch in die Isolation hineingeraten ist. Das beweist, dass dort diese Einrichtung noch existiert. Jetzt gibt es, wenn es Online-Fragen gibt, okay. Mhm. Dann habe ich noch, wollte ich jetzt mal die Frage nach der anderen Seite stellen. Wer sind die Bewacher? Wer sind die, die foltern? Gibt es aus Russland welche? Sind es örtliche Opatschensi, also die der Volkswehr waren, also auf der Seite der Separatisten. Wer ist das? Und dann kommen wir speziell danach, also zu Palic danach noch. Aha. І потім буде спеціальне питання, яке буде присвячено Паличу. Це питання ставиться, хто саме там був охоронцем, хто саме катував таких бранців і взагалі, як це виглядало. І стосовно одного кота, який там працював, Палич, буде окрема розмова. Більша частина адміністрації ізоляції на сьогоднішній день встановлена, ідентифікована, і ми точно знаємо, хто ці люди. Die meisten Mitglieder der Administration, der Isolation wurden identifiziert. Wir wissen ganz genau, wer diese Personen sind. Треба сказати, що на той час, 17-19 роках, всю чорну роботу, тобто катування і, власне, саму адміністрацію складали здебільшого місцеві, які перейшли на сторону окупанта ще в 14-му році. Тобто це колишні співробітники СБУ та МВС. Ich möchte sagen, dass in der Zeit zwischen 2017 und 2019 die ganze sogenannte schwarze Arbeit, das heißt Foltern und Rausschlagen von Geständnissen, wurde von sogenannten Ortskräften durchgeführt. Das heißt, das waren die Mitarbeiter der SBU, also Sicherheitsdienste der Ukraine, die die Seiten gewechselt haben im Jahre 2014. Більшість з них отримала російське громадянство ще в 18-19 роках, і був один росіянин, безпосередньо росіянин, але це не був кадровий співробітник ФСБ чи військових, це теж достатньо випадкова людина, яка потрапила ще в 14-му році у вигляді от адміністрації ізоляції туди. Die meisten von denen besaßen mittlerweile die russische Staatsangehörigkeit. Die haben die 2018, 2019 erhalten. Und es gab einen einzigen russischstämmigen Mitarbeiter. Der war weder Mitarbeiter des FSB, das heißt der Sicherheitsdienste der Russischen Föderation, kein Sicherheitsdienstmitarbeiter, aber er seit 2014 war er da tätig. В 17-19 роках росіяни починались з рівня заступника міністра, якщо ми кажемо про це так зване Міністерство державної безпеки, і вони мали легенду, ціле прикриття, були там під абсолютно іншими іменами і паспортами, і мене безпосередньо допитувала одна така людина, про яку я вже дізнався, що це кадровий співробітник ФСБ після звільнення, коли була показана його фотографія для ідентифікації. Im Jahr 2017, 2019 konnten die Russen Karriere machen. Die begannen mit dem stellvertretenden Minister. Es wurden denen andere Legenden zugelegt. Die hatten irgendwelche Decknamen, Deckbiografien. Und ich habe einen identifiziert, nachdem ich bereits befreit wurde und habe sein Foto gesehen.
Зараз ми спостерігаємо абсолютно інший процес протилежний, тому що навіть горизонтальні позиції так званого МГБ зараз намагаються зайняти саме росіянами, яких присилають з Ростовської області та центральної полоси Росії в Донецьку та в Луганську. Тобто це рівень звичайних слідчих, які, знову ж таки, в 17-му році це були місцеві, які просто стали колаборантами. Jetzt beobachten wir einen ganz anderen Prozess. Jetzt kommen die Russen und die arbeiten dort. Das sind Vertreter der Ministerium für Innenangelegenheiten. Die kommen aus Gebiet Rostov in der Nähe und die arbeiten dann im Gebiet Donetsk und Lugansk. Allerdings sind sie keine stellvertretende Minister mehr, sondern einfache Untersuchungsrichter. Jetzt noch eine spezielle Frage. Ich weiß ja natürlich auch etwas davon, aber nicht alles von der Antwort. Sie beschreiben ja sehr genau den Leiter zeitweiligen der Isolation mit dem Decknamen Palic. Heißt er mit bürgerlichen Namen Kulikowski, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der hat da lange Zeit geherrscht und sein wirklich Unwesen getrieben, war einer der fürchterlichsten Folterknechte, der auch zum Teil im volltrunkenen Zustand das gemacht hat, stundenlang. Der ist dann wohl mal irgendwann zu weit getrieben hat und abgesetzt wurde. Er kam auch in Haft und er ist dann später offenbar in Kiew aufgetaucht und hat dann eine Zeit lang gelebt, herrlich, also ich will nicht sagen herrlich in den Freuden, aber unbehelligt, bis er dann doch erwischt wurde, und zwar, was auch auf sie zurückzuführen ist. Jetzt у мене спеціальне таке запитання. Яке стосується одної людини, яку звати Палич. Ця людина, він був там практично начальником в ізоляції. Він був дуже жахливий кат і знущався над всіми бранцями, які там сиділи. І через це його навіть звільнили. Але через деякий час, через декілька років, раптом він опинився в Києві. Що це таке? Яким чином він опинився в Києві? Ця людина дійсно перебувала у вигляді коменданта ізоляції фактично з 14 по середину лютого 18-го року. Also in der Tat, diese Person war tätig als Kommandant der Isolation von 2014 bis Mitte Juli 2018. Йому дійсно було заборонено покидати територію ізоляції. Він знаходився постійно на цій території разом з нами. Тільки різниця була в тому, що ми жили в камерах, а він мешкав на второму поверсі, на другому поверсі над нами, ну, у власній кімнаті, скажімо так. In der Tat, diese Person, es wurde ihr verboten, das Territorium der Isolation zu verlassen. Er befand sich ständig auch mit uns in diesem Gebäude, in dem wir gesessen haben. Allerdings mit dem Unterschied, wir befanden uns in den Zellen unten und er war im zweiten Stockwerk und hatte dort sein eigenes Zimmer. За психотипом це класичний садист, психопат та алкоголік, і остання девіація, вона значно посилювала перші дві. Ja, und was die Persönlichkeitsstruktur angeht, ist es ein Psychopath, Sadist und Alkoholiker. Und hauptsächlich eigentlich ein Psychopath. І дійсно в середині лютого 18-го року він в черговий раз вночі напився і перебив всю ізоляцію, і одну людину забив майже до смерті, і продовжував це робити вже наступного дня теж у стані сп'яніння, через що його підлеглі викликали його керівництво до ізоляції. Im Februar 2018 hat er im alkoholischen, stark alkoholisierten Zustand praktisch alle Insassen der Isolation schwer verprügelt. Denn eine Person so schwer, dass er fast verstorben war, so dass selbst die Mitarbeiter der Isolation sich bemüßigt gefühlt haben, die Chefs zu rufen.
Керівництво надало наказ його самого закрити спочатку в камері, потім його кинуло до тих таки підвалів ізоляції. І, як потім з'ясувалось, дуже жорстко катували свої ж, ще вчорашні підлеглі йому, спилили фактично частину зубів напільникам. Die Leitung hat verfügt, dass in einer Zelle eingesperrt wurde, auch in der Isolation. Und nicht nur das, die eigenen früheren Kollegen haben ihn schwer gefoltert. Man hat ihm die Hälfte der Zähne abgesägt während dieser Folterübungen. І його забрали з території ізоляції, деякий час ми його взагалі не бачили, а потім полонені, яких виводили на роботи, його побачили вже влітку 18-го року, виявилось, що його продовжують використовувати в якості ката, він далі катує людей, але його постійно не тримають в ізоляції. Тобто його привезли, спустили до підвалу, він зробив свою справу і знову кудись забрали. Danach ist er scheinbar spurlos verschwunden. Allerdings haben manche, auch Insassen der Isolation, behauptet, dass doch aufgetaucht war. Und zwar im Sommer 2018 wurde praktisch als Folterer verwendet. Er hatte so quasi, wurde gebracht, gefoltert und dann weggebracht vom Gefängnis Isolation. Also so quasi so eine Gastrolle hat gespielt. І зрештою, вже через два роки після мого звільнення, восени 21-го року, я дізнався, що ця людина перебуває на території підконтрольній Україні. Тобто, скоріш за все, десь в Києві. Und noch zwei Jahre später, im Jahre 2021, habe ich erfahren, zufällig, dass diese Person sich im Gebiet der befindet, das unter der Kontrolle der Ukraine ist. Das heißt, voraussichtlich in Kiew. Я звернувся до свого друга з Bellingcat Христо Грозєва, попросив його допомогти підтвердити чи спростувати цю інформацію. Він підтвердив її через свої власні джерела. І з цього почалось фактично наше розслідування, в ході якого за місяць ми знайшли інформатора, який знав адресу цього Палича в Києві. Він дійсно мешкав в Києві вже 2,5 роки. Ich wandte mich an meinen Freund von Christoph Grosjew von Bellingcat, das beschäftigt sich mit der Untersuchung der Verbrechen der Ukraine. Und er hatte seine Beziehungen spielen lassen und tatsächlich von einer Person erfahren, dass dieser Palitsch sich schon seit langer Zeit in Kiew befindet. Es wurde auch seine Adresse festgestellt. Der war 2,5 Jahre in Kiew. Якщо коротко сказати, як так сталося, то він просто втік спочатку з Донецька до Російської Федерації, а потім з Російської Федерації вільно пересік кордон російсько-український, оскільки запропонував свої послуги, свою інформацію, все, що він знав взагалі про своє керівництво, в тому числі від ФСБ, Службі безпеки України, і ті, звісно, його пропустили через кордон і декілька місяців його використовували у власних цілях. Ja, und es hat sich Folgendes herausgestellt, der ist tatsächlich von Donetsk abgehauen, tauchte in der Russischen Föderation auf und dann aus der Russischen Föderation überquerte er die Grenze in die Ukraine, und zwar in der Gestalt, dass er seine Kenntnisse, Informationen an die Sicherheitsdienste der Ukraine angeboten hat und hat praktisch die ganzen FSB-Mitarbeiter der Isolation an die SBU verpfiffen. Und die haben ihn benutzt als Quelle und dann auch so quasi laufen lassen. А потім, зрештою, його просто відпустили. Я так розумію, це була домовленість, власне, угода, так, інформація за свободу, оскільки вони, Служба безпеки України, розраховувала на те, що ніхто і не дізнається, що він був в Україні, і тим більше мешкає в Києві. Але так сталося, що про це дізнались ми, і зрештою ми змусили СБУ його заарештувати восени 21-го року.
Und so war das eben. Er hat die Information für die Freiheit verkauft. Und das war ein Geschäft, das von der SBU getätigt wurde. Und die SBU hat ihn sozusagen ausgeschöpft und dann in die Freiheit entlassen. Er befand sich in der Freiheit, in der Meinung, dass keiner auch erfahren wird, dass er sich in Kiew aufhält. Aber dann haben wir nun zufälligerweise das erfahren. Und wir haben den Druck auf die SBU ausgeübt, damit er festgenommen wird. Зараз він вже більше року знаходиться за ґратами в місті Києві і йдуть суди по ньому, в яких я теж беру участь як потерпілий. Zurzeit befindet sich bereits seit einem Jahr hinter Schloss und Riegel in Kiew und es läuft die Untersuchung, in deren Verlauf ich mich auch beteilige. Wenn noch Fragen, sind, bitte melden, sonst Якщо є якісь запитання, прохання звертатися. Für die Fragen verwenden uns hören unsere Online-Zuschauer uns nicht. Stanislav, ich mache das jetzt auf Deutsch. Sie übersetzen bitte. Mein Russisch und Ukrainisch ist nicht existent. Ja. Du hast eine Plattform gegründet und auf dieser Plattform sammelt ihr die Identitäten von мутмасліхін кріксфабрехін. Тобто, запитання, він звертається до вас на ти. Ти влаштував платформу, і ця платформа, ви займаєтесь тим, що ви ідентифікуєте всіх можливих вірогідних злочинців. Yeah. Тобто, які? Так. Geht es um Gerechtigkeit oder um Rache? Про що йде мова? Це йде мова про справедливість або про помсту? Так, дійсно, за решту фактично цього палища почалась історія створеного мною фонду, який зветься Justice Initiative Fund. Ja, in der Tat. Infolge der Aufklärung von Palic habe ich auch eine Stiftung, ein Foundation gegründet und wir beschäftigen uns eben mit der Aufklärung. Ідея полягає в тому, щоб шукати російських воєнних злочинців за винагороду, фінансову винагороду за інформацію про кожного з них, хто ідентифікований вже. Und zwar die Idee besteht darin, dass wir die russische Kriegsverbrecher, solche Verbrecher ausfindig machen und dafür auch für die Information Belohnung zahlen, geldliche Belohnung. Ми розбили російські воєнні злочини на декілька категорій, в тому числі ізоляція, там Буча, Київський регіон. І в кожній категорії є список людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів, тобто державою України або міжнародними органами. Ja, also wir haben also diese die ganz unterteilt diese potenziellen Verbrechen, Isolation, Bucha, Gebiet Kiew. Und da finden wir, suchen wir die potenziellen Kriegsverbrechen. Під прізвищем кожної такої людини знаходиться кнопка Reward, тобто вона відображає загальну суму винагороду, яку зібрав фонд в якості приватних пожертв, і яку ми пропонуємо за певну інформацію про цю людину, або ж за безпосередню її передачу держави України будь-ким в будь-який спосіб. Und zwar unter dem jedem Namen dieses potenziellen Verbrechers, der gesucht wird, gibt es einen Knopf. Das heißt, wir registrieren, wie viel Geld jemanden bezahlt wurde, der Informationen über diese Person geliefert hat oder vielleicht auch diese Person leibhaftig selbst, der die Verbrechen gegen den Staat der Ukraine verübt hat. Чи є це помста, чи є це справедливість? Ну, це насправді досить абстрактні моральні категорії. Ми не вдаємось в такі деталі, але звісно, особисто для мене вся ця діяльність, якою я зараз займаюся, це безперечно форма помсти цим людям, тому що я до них фізично не можу дотягнутись, і це хоча б щось, що я можу зробити на своєму місці. Ja, jetzt, ob das Gerechtigkeit ist oder Racheübung, das ist eine sehr schwere moralische Frage, die schwer zu definieren ist. Was mich persönlich betrifft, dann ist es zweifellos ein Akt der Rache. Und ich möchte das machen, weil ich persönlich selbst sie deren nicht habhaft werden kann, sondern nur auf diese Art und Weise.
Bitte. Мы назвали Бучу. Мы назвали Бучу. Назвали изоляцию. Еще что-то назвали. Третье. Киевская область. Киевская область. А меня интересует, а по Мариуполю есть отдельно такие преступления, какие были сделаны в Мариуполе, мир не знал. Мир не знал, какие были. Вот по Мариуполю что, тоже расследуете? Или это отдельная статья? Ja, also die Frage ist in der Gestalt, Herr Asiev hat genannt unter den Tatorten Bucha Isolation. Und die Frage kommt, ob etwas über die Stadt Mariupol bekannt ist, denn dort kam es auch zu Verbrechen, aber die Welt weiß nichts über die Verbrechen, die in Mariupol verübt wurden, ob Sie etwas wissen. Дивіться, специфіка нашої діяльності в тому, що ми розміщуємо на сайті прізвища тільки якщо є офіційна підозра від державного органу, чи то України, чи то міжнародного. Тобто під прізвищем кожного обов'язково стоїть посилання, чому ця людина знаходиться на нашому сайті, щоб не було питань про самосуд. Ja, die Spezifik besteht darin, dass wir unter jedem Namen des Gesuchten praktisch muss stehen, dass diese Person offiziell von einem ukrainischen Staat oder von internationalen Untersuchungsorganen gesucht wird, damit es nicht nach Selbstjustiz aussieht. Тому категорії Маріуполь, як і, на жаль, інших категорій, там Дніпро чи Вінниця, так, чи навіть там Сумська область, наразі немає. Чому? Тому що Генеральна прокуратура України, не дивлячись на мої особисті спілкування з генпрокурором і наші, так би мовити, запити, досі не надала списки людей, які вже ідентифіковані, яких би ми могли з посиланням на них там розмістити. Тобто навіть коли ми знаємо цих людей, знаємо, що ці люди вчиняли ці злочини. Нам вкрай важливо, щоб було офіційне посилання, яке, на жаль, нам поки що не дають. І тому категорії Маріуполь як окремого воєнного злочину поки що немає, але обов'язково, безперечно, буде в майбутньому. Ja, also in der Tat, wir haben weder Mariupol, es gibt auch Mariupol, Dnipro, Bucha, Sumy, aber wir sind, das Problem ist, dass wir die Liste in die Liste eintragen können, die nur in dem Fall, wenn die Staatsanwaltschaft der Ukraine uns den Namen gibt und dass wir wissen zwar, dass diese Person zum Beispiel in irgendwelchen Verbrechen verwickelt ist, aber wir können die Person nicht in die praktisch in ausschreiben zur Suche, weil sie nicht offiziell, deswegen sind auch, obwohl wir die Person kennen, wer das ist, können wir das nicht machen. І ще хочу пояснити, що ми не займаємось ідентифікацією, бо цим зараз займаються майже всі, від правозахисників до правоохоронних органів. Наша функція полягає в наступному кроці. Тобто, коли людина вже ідентифікована і виписана офіційна підозра, ми якраз беремо на себе функцію платити за інформацію актуальну по ній зараз. Тобто, де вона знаходиться, на фронті, чи в окупації, чи в Росії, які в неї контакти. Тобто, тієї інформації, якої немає в правоохоронних органах, за що ми власне збираємось платити. Ich möchte betonen, dass wir uns nicht mit der Identifizierung der potenziellen Verbrechern beschäftigen. Das sind die Listen, damit beschäftigen sich sowohl die Bürgerrechtler als auch die Staatsorgane, auch Staatsanwaltschaft und Sicherheitsorgane. Wenn wir diese Listen haben, dann beschäftigen wir uns damit, dass wir nach dieser konkreten Person, der bereits gelistet wurde, suchen und feststellen Orten, wo sich die Person befindet. Befindet sie sich an der Front, befindet sie sich in Russland oder befindet sie sich in der Ukraine? Dazu von mir jetzt eine Ergänzungsfrage. Das bezieht sich aber nicht nur auf, also nicht nur auf Personen, die jetzt in Bucha, im Gebiet Kiew oder in der Isolation sozusagen straffällig geworden sind, Verbrechen begangen haben, sondern auch wenn sie von auch Personen anders, in anderen Regionen der Ukraine. Тобто, інакше кажучи, ви це розповсюджується також на інші регіони України, не тільки на Бучу, не тільки на Київ і не тільки на ізоляцію.
Безперечно, нас цікавить взагалі весь спектр воєнних злочинів, які вчинила Російська Федерація з 2014 року по сьогоднішній день. Ja, selbstverständlich. Uns interessiert das ganze Spektrum der Kriegsverbrechen, die von der Russischen Föderation in der Zeit zwischen 2014 und bis zum heutigen Tag verübt wurden. В ідеалі це має працювати так. Генеральна прокуратура чи будь-який державний орган надає нам офіційні дані по вже ідентифікованим людям, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів. Also, im Idealfall soll es so funktionieren. Die Staatsanwaltschaft oder irgendwelche andere, ein anderes staatliches Organ, das sich damit beschäftigt, gibt uns offizielle Daten über die Personen, die bereits identifiziert wurden als Verdächtige. Ми розміщуємо прізвища цих людей з їхніми особистими даними, які є в відкритому доступі, на нашому сайті та призначаємо відповідну винагороду за інформацію про них. Und wir bringen die Namen dieser bereits identifizierten Personen auf unserem Site und legen die Belohnung für die Auffindung und für die Information über diese Person fest. Якщо інформація стосується безпосередньо локації підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів, ми її оперативно передаємо нашим спецслужбам, в тому числі головному управлінню розвідки, які безпосередньо її вже будуть реалізовувати практично, тому що ми є громадська ініціатива, ми не є спецслужба. Und wenn es da spezielle Kriegsverbrechen in Frage kommen, so leiten wir diese an GRU, also staatliche Organe für die Aufklärung der Kriegsverbrechen, denn wir sind eine praktisch zivile Organisation, wir sind eine zivile Gesellschaft, wir können diese Schritte nicht unternehmen. Якщо ж ця інформація стосується самого воєнного злочину, наприклад, відеокатувань з ізоляції чи відеозапуску ракет по Боїнгу MH17, ми маємо право як громадська ініціатива, у складі якої є журналісти, просто зробити цю інформацію публічною, розраховуючись з інформатором. Falls es sich um konkrete Kriegsverbrechen handelt oder zum Beispiel Raketenabschuss oder so etwas, so haben wir das Recht, als eine zivile bürgerliche Organisation diese Information publik machen und damit das allen bekannt wird. Ich gebe Robert Bark und dann... Eine Ansage für unsere Online-Zuschauer. Sie können gerne Ihre Fragen ebenfalls an uns stellen, entweder indem Sie die Hand im Zoom heben oder indem Sie Ihre Fragen in Chat stellen. Dankeschön. Seit wann arbeitet denn Ihre Stiftung? Wie hoch ist die Erfolgsquote in Ihrer Tätigkeit? Also wie viele Standorte oder Wohnorte oder Aufenthaltsorte der von Ihnen identifizierten mutmaßlichen Kriegsverbrecher sind gefunden worden? Und wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft, mit der ukrainischen Staatsanwaltschaft? Denn immerhin heißt es ja, dass also das ukrainische Justizwesen durchaus auch seine Probleme hat. Який успіх, скільки вже було знайдено, у вас, які, як кажуть, наскільки успішно, скільки було знайдено, і як давно ви існуєте, ця організація ваша громадська, і як у вас виглядає співробітництво з українськими органами безпеки і взагалі органами юридичними покарання, тому що відомо, що існують проблеми з українськими такими судовими або прокуратури, іншими органами юридичними. Ми існуємо декілька місяців фактично, і цим зумовлено те, що ми тільки починаємо, власне, свою роботу, і на сьогоднішній день ми знаходимося на стадії акумулювання фінансових засобів, тобто якщо ми не зібрали достатньої кількості грошей, немає сенсу виходити на російський інформаційний ринок. Тому в цьому сенсі у нас тільки один зелений вогник затриманий, так, це оцей так званий палич, з якого, власне, почалась історія самого фонду. Wir existieren seit einigen Monaten.
Es beginnt erst unsere Tätigkeit. Und alles hängt bei uns von den Finanzmitteln ab. Wir müssen entsprechende Finanzmittel sammeln, um dann so quasi auf den russischen Informationsmarkt zu kommen und dort zu fragen. Bis jetzt haben wir nur eine einzige Person, die der besagte Palitsch, der frühere Kommandant der Isolation. Що стосується державних органів, то цю ідею до створення фонду я обговорював і з міністром оборони Резніковим, і з паном Будановим, головою нашої розвідки. Вони, власне, повністю її підтримали і сказали, що якщо буде інформація, ми готові, звісно, її одразу приймати і на реалізацію. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Staatsorganen, wir haben diese Frage mit dem Verteidigungsminister Reznikov besprochen und auch mit dem Chef der Sicherheitsdienste Budanov. Und die haben versichert, falls wir entsprechende Informationen haben, sind sie bereit, uns zu unterstützen. Але, на жаль, співпраці з Генеральною прокуратурою, від якої ми фактично критично залежимо в наповнюванні сайту, так і не вийшло, не дивлячись на те, що я розмовляв з Генеральним прокурором, і він запевнив, що надасть нам всю необхідну інформацію і підтримає наш проєкт, але ми отримали тільки загальну кількість встановлених Генеральною прокуратурою злочинів по Київській області, але жодного прізвища так і не отримали. In Bezug auf die Staatsanwaltschaft, da gibt es Probleme. Wir haben zwar mit dem Generalstaatsanwalt darüber gesprochen und von ihm Versicherung bekommen, dass er uns unterstützen wird, unser Projekt. Aber das Ergebnis war, wir haben zwar die allgemeine Zahl der Verbrechen erhalten, ohne Ross und Reiter wurden nicht genannt, keine Namen. Ist das angeschaltet? Ja, ja. Gut. Vielleicht kann ich auch einfach so sprechen. Nein, das ist online. Also online, okay. Wenn Sie gestatten, habe ich eine Frage zur Qual, zur Folter. Питання стосується катування. Es ist höchst eindrucksvoll, wie Sie darüber berichtet haben. Und ich habe mich gefragt, woher haben Sie die Kraft genommen, das durchzuhalten? Це дуже вражає, те, як ви це описали, і у мене виникло запитання, звідкіля ви взяли сили, щоб витримати все це? Ви знаєте, я б сказав, що питання витримки, воно інше по відношенню до самого процесу катування і самого перебування в полоні, бо це зовсім інші речі. Ja, also das Problem, wie ich ausgehalten habe, das sind zwei verschiedene Fragen. Einerseits, wie hält man den Prozess der Folter aus und den Prozess des Verbleibs in dieser Isolation, in dieser Haft? Коли ви знаходитесь під дією електричного струму, безпосередньо різних засобів катувань, то організм повністю мобілізується для того, щоб вижити. Він мобілізує всі не тільки фізичні, а акумулює також і психічні сили для того, щоб витримати те, через що вас проводять. Wenn Sie sich unter der Wirkung des elektrischen Stroms befinden, da wird Ihr Körper, Ihr Organismus mobilisiert, alle nicht nur physische, sondern auch psychische Kräfte, um auszuhalten, um zu überleben. А ось коли ваше перебування в полоні розтягують з години під час катувань до декількох років, навіть без катування електричним струмом, там навпаки наступає стадія депресії, і ворог стає вже вашим і час стає вже вашим ворогом. І тому тут навпаки відбувається не мобілізація організму, а спадають на думку, вже приходять на думку думки про суїцид. Denn das ist ein großer Unterschied, ob Sie eine kurze Zeit unter dieser Stromeinwirkung stehen und auch die Zeit des Verbleibs in der Haft, die sich dehnt und die Zeit, ohne dass etwas geschieht, aber die Zeit vergeht und Sie befinden sich
in der Haft und sie können nicht mehr ihre Kräfte mobilisieren zum Überleben, sondern es tritt dann die Depression ein und es kommen dann schlimme Gedanken ihnen in den Sinn. І тут я не скажу вам нічого нового, тому що на ваше питання найкраще в свій час відповів Віктор Франкл, який написав, у кого є навіщо, той витримає будь-який як. Ну, це стосується як і нацистських концтаборів, так і сучасного концтабору Росії. Und ich werde Ihnen nicht nur sagen, ich bringe nur in Erinnerung das Wort von dem Psychologen Viktor Frankl. Der sagte, wenn Sie wissen, wozu, dann werden Sie auch wie aushalten. Und das betrifft nicht nur Konzentrationslager im narzisstischen Reich, sondern auch der verbleibt in dem Gefängnis, in der Isolation. У мене була кохана людина на той час, яку я дуже хотів побачити, і тому для мене, як і для багатьох людей, які були в моєму оточенні співкамерники, так, оце, тобто особисті зв'язки з якоюсь людиною тримали вас серед того жаху, який, власне, влаштовувала адміністрація. Ich hatte damals eine Person, die ich liebte, und genauso wie bei anderen Zellengenossen, war das sehr wichtig. Das war das, was mir die Kraft gab, die ganzen Schrecken, die von der Administration der Isolation uns vorbereitet wurden. Vielen Dank. Danke. Станіслава, зараз, коли ми там починаємо думати, з'являються рефлексії на те, чому взагалі все це відбувалося, чому відбулося в 2014 році, чому відбувся повномасштабне вторгнення, чому відбулося. З'являється дедалі більше в публічному дискурсі поняття безнаказаності, безнаказаності росіян за те, що відбувалося. Ви бачили цих людей, ви спілкувалися з ними. Наскільки, на вашу думку, взагалі змінилося в сприйнятті, можливо, в російському суспільстві після повномасштабного вторгнення, щоб це покарання, воно може прийти? І наскільки, на вашу думку, в той час, коли ви там були, наскільки взагалі ті люди, які це робили, вони, в принципі, допускали можливість того, що вони колись понесуть покарання за це? Also die Ereignisse, die stattgefunden haben im Jahre 2014 und dann nach der groß angelegten Aggression der Russischen Föderation entsteht immer wieder die gleiche Frage über der Straflosigkeit, der Russen. Und sie haben diese Personen gesehen, sie haben sie erlebt und wie hatten Sie das Gefühl, inwiefern diesen Personen irgendwie klar war, dass die Strafe irgendwann doch kommen kann? Sind diese Personen davon ausgegangen, dass irgendwann sie von der Strafe erreicht werden? На той час, коли я там перебував, думки про можливу відповідальність та покарання серед цих людей були на нульовому рівні. Вони не вірили в те, що взагалі їх колись торкнеться будь-яке покарання. Also zu dem Zeitpunkt, in dem ich dort mich befand, war die Erwartung der Strafe bei diesen Personen null. Sie haben überhaupt nicht auf die Idee gekommen und das kam denen gar nicht in den Sinn, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass eine Strafe sie erreichen wird. І гарним прикладом в цьому сенсі якраз є історія Палича, який опинився в Києві. Und eine der besten Beispiele dessen ist die Geschichte von Palich, dem Besagten, der plötzlich in Kiew landete. Ну, уявіть собі, що ви людина, яка 5 років катує людей, просто цілодобово, в буквальному сенсі, а потім вирішує приїхати в столицю тієї держави, громадян якої він катував, і з думками про те, що йому за це нічого не буде. Stellen Sie sich vor, 5 Jahre lang, rund die Uhr, foltern Sie Menschen. Und dann kommen Sie in die Hauptstadt des Landes, deren Bürger Sie gefoltert haben im Laufe von 5 Jahren. Und es kommt denen gar nicht in den Sinn, dass sie in der Hauptstadt dieses Landes sich aufhalten können.
І той факт, що він вільно мешкав в Києві 2,5 роки, говорить про те, що в якійсь мірі ці люди праві. Und die Tatsache, dass zweieinhalb Jahre frei in der Stadt Kiew lebte, beweist, dass in gewissem Sinne diese Menschen recht haben. Бо те, що він зараз за ґратами, це певною мірою випадковість, тільки тому, що я випадково, абсолютно випадково дізнався про те, що він в Києві, і для мене це була особиста історія, що теж досить випадково у порівнянні з державними органами, наприклад. Und die Tatsache, dass jetzt hinter Schloss und Riegel landete, das ist praktisch ein reiner Zufall. Genauso wie das reiner Zufall war, dass ich ihn da entdeckt habe. Und das ist eben alles ein Zufall im Vergleich, dass ich das dem nachgegangen bin und eben nicht die Staatsorgane. Зараз суспільство травмоване, українське суспільство, і, на жаль, воно не усвідомлює того факту, що більша частина воєнних злочинів, які вчинила Росія і буде вчиняти надалі, на жаль, залишиться безкарним. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die ukrainische Gesellschaft traumatisiert und vielen ist gar nicht bewusst, dass die meisten Verbrechen, die von den russischen Russen verübt werden und noch verübt wurden und noch verübt werden, straflos bleiben. Але ви знаєте, тут справа не про кількість. Я вам скажу на своєму особистому досвіді, що той факт, що ця тварина зараз, я маю на увазі Палича, знаходиться за ґратами, це для мене вже відповідь на це питання. Навіть якщо ми більше нікого не знайдемо, той факт, що ми вдалося посадити одного, при цьому головного коменданта цієї катівні, ну я вже вважаю, що я, скажімо так, жив недаремно. Aber ich möchte Ihnen sagen, hängt nicht von der Anzahl der Bestraften ab. Alleine die Tatsache, dass ich dieses, Entschuldigung, Rindvieh erreicht habe, Palić, dass jetzt hinter Schloss und Riegel gelandet ist, das ist schon eine Antwort. Und für mich ist das auch eine wichtige Sache, dass ich schon so quasi nicht vergeblich gelebt habe. Ich habe schon einiges erreicht. Eine Frage. Wie sind Sie frei geworden? Und wenn Sie frei geworden wurden, was für ein Gefühl war, frei zu sein nach diesen Folterungen? Коли вас звільнили, яке у вас було почуття, що ви тепер вільні після всіх цих катувань? Ви знаєте, часто чую це питання і хочу сказати, що реальний процес звільнення, він не має нічого спільного, принаймні в моєму досвіді, з якоюсь ейфорією, коли нас звільняли. Тобто ви не відчуваєте взагалі майже ніяких емоцій, я маю на увазі позитивних. Yeah. Also diese Frage wird mir sehr häufig gestellt. Und ich muss Ihnen sagen, dass der reale Prozess der Befreiung hat nichts damit zu tun, wie ich das wahrgenommen. Ich verspürte keine Euphorie in Bezug darauf, dass ich frei wurde. Ich habe keine Euphorie und keine Gefühle verspürt. По-перше, у нас було глибоке почуття тривоги. Це не страх, це, мабуть, тривоги того, що будь-який момент ці автозаки, в яких нас везли на обмін, можуть розвернути і нас знову повернуть до вже тоді колонії. Abgesehen, wir hatten das Gefühl der Unruhe, nicht der Angst, sondern der Unruhe, als wir gefahren wurden. So quasi in die Freiheit. Wir hatten immer das Gefühl der Angst, dass diese Buße, in denen wir diese Gefängnis, also schwarze Minen, in denen wir gefahren wurden, dass die umkehren werden und wir dann zurückgebracht werden und dann bereits ins Gefängnis oder in Kolonienlager. Я пам'ятаю, що це абсурдне вже тоді відчуття. Навіть я відчував, коли вже опинився на українській стороні блокпосту, коли вже нам нічого не загрожувало, явно нас не могли вже розгорнути. Все рівно я до кінця не вірив якось раціонально в те, що це відбувається, бо ви 2,5 роки все, що бачили, це підвали та катування. Selbst ganz absurd, als wir bereits gelandet sind an dem
Blogposten dem ukrainischen, wo es klar war, dass wir nicht mehr umgekehrt werden, dass wir praktisch geschafft werden. Aber trotzdem, das war, ich konnte das nicht realisieren nach 2,5 Jahren Foltern und Erniedrigung, dass ich jetzt nun frei bin. І спектр почуттів, які ви відчували до полону, особисто в моєму випадку, до мене почав повертатись тільки за 3-4 місяці після того, як я вже опинився, ну, власне, в Києві. Und dieses Spektrum der Gefühle, die ich verspürte vor der Gefangenschaft, kam zu mir zurück bereits etwa 4 Monate nach der Freilassung aus der Isolation, als ich zurückgekommen bin nach Kiew. Тому що навіть простий факт того, що ви можете піти ліворуч чи праворуч, і вас не стримує вже простір, стіни, він, мозок, це сприймає як аномалію в перші, ну, принаймні, декілька тижнів. Denn alleine die Tatsache, dass Sie jetzt das Recht haben, sei es nach links, sei es nach rechts zu gehen, und Sie werden von keinen Wänden eingeschränkt. Das betrachtet man als eine Anomalie, die ersten Wochen, nachdem man nachdem befreit wurde, nach der Befreiung. Bitte in die, ins Mikro sprechen. Bitte ins Mikro sprechen. Mhm. Aus welchen Gründen wurden Sie befreit? War das eine humanitarische Aktion oder Austausch von Gefangenen oder was war da? Яким чином вас звільнили? Чи це була гуманітарна акція? Чи це був обмін якийсь? Росіяни не влаштовують гуманітарних акцій. Die Russländer gestalten keine humanitären Aktionen. Це був обмін військовополоненими та цивільними з обох боків. З нашого боку повернули більше 100 людей на ту сторону, а нас віддали, якщо не помиляюсь, 73 чи 75 людей. Also das war ein Austausch sowohl Militärs als auch Zivilisten. Von der russischen Seite kamen in die Freiheit etwa 100 Personen raus und von unserer Seite 73 Personen. Це єдиний спосіб вийти на свободу за статтями шпигунство, тероризм, екстремізм, тому що вони починаються від 10 років, і особисто у мене 2 вироки по 15 років кожен. Тобто обмін полоненими – це єдиний механізм опинитись на свободі. Ви не можете відсидити такий термін. Das ist der einzige Weg, dass man in die Freiheit kommt, insbesondere für Personen, die solche Tatbestände, wegen solcher Tatbestände verurteilt wurden, wie Spionage, Terrorismus, Extremismus. Denn da steht für diese Tatbestände stehen 10 bis 15 Jahre und ich habe 2x15 Jahre bekommen. Es ist praktisch unmöglich, diese Zeit abzusitzen. Ich wurde eben ausgetauscht als Kriegsgefangen. Чути? Чути. Виходячи з того, що ви сказали, що більшість злочинців на сьогоднішній день не покарана, і, як я розумію, нема такої наявної перспективи, що вони будуть покарані, у мене виникло питання стосовно Гааги. Яка ваша думка? Чи відбудеться? Чи це тільки розмови? Як ви думаєте? Бо ви ближче до цього, ніж ми тут. Ми біженці, то ми... Не маємо інформації такої. Вибачте, я кінець не зрозуміла. Ми біженці. Wir sind Flüchtlinge hier. Це я зрозуміла, а до того... Ми не маємо такої інформації, як має Станіслав, наприклад, або люди, які знаходяться в Україні на сьогодні. Може, в них більше інформації, ніж вони стосовно Гааги або іншого якогось військ-трибуналу. Тепер я розумію. Тепер я розумію. Це думка... Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass man denkt, dass das die praktisch straflos davonkommen, die russischen Verbrechen unbestraft bleiben, wie ist es denn? Man hat als Flüchtlingsfrau hier keine Informationen. Wie fühlt man das in der Ukraine? Ob es doch realistisch ist, dass ein Genfer Tribunal oder irgendwelche andere Art der Bestrafung möglich sein wird?
Знову ж таки, на ваше питання є вже практична відповідь, тому що суд у Гаазі приговорив, виніс вирок, наприклад, Ігорю Гіркіну за кейс MH17 і засудив його на довічне. Ігор Гіркін нещодавно давав лекцію в Петербурзі. Ja, also es gibt schon eine Antwort auf Ihre Frage, denn das Gericht von Haag hat bereits Igor Girkin verurteilt wegen seiner Beteiligung an dem Abschuss einer Maschine, holländischer Maschine, und er wurde zu lebenslänglich verurteilt. Aber er hat zur gleichen Zeit, tritt er mit Vorträgen in St. Petersburg auf. Цим прикладом я хочу сказати, що на сьогоднішній день не існує ефективної правової міжнародної процедури для того, щоб притягати цих людей до відповідальності, навіть якщо вони мають вже вироки. Ja. Also ich, damit wollte ich sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein internationales Rechtsverfahren vorhanden ist, diese Person tatsächlich zu belangen, selbst wenn ein rechtskräftiges Urteil vorhanden ist. Саме тому був створений в тому числі мною цей фонд, тому що на його прикладі я хочу показати, як має працювати міжнародна система правобезпеки у випадку з воєнними злочинцями. Eben aus diesem Grund habe ich diese Stiftung gegründet, weil ich an diesem Beispiel zeigen wollte, wie die internationale Verurteilung funktionieren soll in Bezug auf die Kriegsverbrechen. Нам не потрібно створювати безкінечну кількість трибуналів, які не здатні нікого засудити. Wir brauchen keine unendliche Reihe von Tribunals, die nicht in der Lage sind, jemanden zu belangen. Нам потрібен конкретний дієвий механізм по відношенню до воєнних злочинців, якщо їх не видає держава по процедурі екстрадиції. А Росія, вочевидь, їх не буде видавати за будь-якого режиму. Wir brauchen nur einen wirksamen Mechanismus zur Verurteilung dieser Person für den Fall, wenn der betreffende Staat die nicht ausliefert, sozusagen, wie das normalerweise. Und die Russische Föderation wird diese Verbrecher nicht ausliefern. Якщо сьогодні, наприклад, ми отримаємо як фонд інформацію про перебування того ж Гіркіна в якійсь конкретній точці, наші спецслужби його викрадуть і привезуть до Гааги, нам скажуть, що це незаконно і це викрадення, і ми не маємо права його судити. Він має або сам приїхати, або його має екстрадувати Росія. Yeah. Це в корні невірно. Yeah. Und falls zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt wir Girkin irgendwo kidnappen würden und ihn dann nach Haag bringen würden. Und dann wird man uns vorwerfen, das sei nicht rechtmäßig. Er soll entweder selbstständig in Erscheinung treten zur Absetzung oder sein Staat soll ihn ausliefern. Тому спочатку закріплення легалізації трансферу воєнних злочинців на міжнародні чи національні суди з будь-якої точки планети. Це перше, що треба зробити на міжнародному рівні – легалізувати цей процес. Das erste, was notwendig ist, dieser Prozess der Bestrafung auf internationalen Ebene zu legalisieren und ein Cluster der Kriegsverbrecher einrichten, und zwar in der ganzen Welt. Потім створення відповідної структури на кшталт Інтерполу, яка буде займатися виключно воєнними злочинцями і їхнім трансфером на ці суди, тому що Інтерпол не розглядає злочини, воєнні злочини, yeah. Категорію воєнних злочинів. Як таку. Und zwar dann die Schaffung einer Struktur nach dem Vorbild von Interpol, die sich mit dem Transport und der Überlieferung dieser Kriegsverbrecher sich beschäftigen würde, denn Interpol beschäftigt sich mit Kriegsverbrechern nicht. І тільки потім має сенс говорити про якісь трибунали, які будуть мати реальний механізм когось очно засуджувати, а не заочно давати вироки. А наші правозахисники, на жаль, в Україні зараз сперечаються, ну, про те, чи мають ці трибунали міжнародну юрисдикцію, чи треба ратифікувати там Римський статут, тобто не маючи взагалі реального уявлення, а як цих людей привести на суд.
Und deswegen müssen solche Tribunale geschaffen werden, die realistisch tatsächlich funktionieren. Denn spezielle Tribunale und unsere Juristen beschäftigen sich in der Ukraine mit der Diskussion, wie soll man das machen? Soll man das irgendwie internationale Tribunale schaffen? Oder wie soll man den Statut von Rom berücksichtigen? Und nicht mit der Frage, wie kann man tatsächlich diese Verbrecher habhaft werden und die irgendwie dem Gericht vorzuführen. І ця ситуація не тільки на міжнародному рівні. В Києві є процес про адміністрацію ізоляції, це підлеглі Палича. На ньому немає жодної людини. Вони їх всіх судять заочно. І скільки б їм років не дали, мене наприклад, як жертву фактично цих людей, так це більше обурює. Тому що я знаю, що вони просто сміються з мене в Донецьку. Їм плювати, дадуть їм 5 пожиттєвих чи 15 років. Тому що їх не можна реально притягнути на цей суд. Tatsächlich, dass man jemanden leibhaftig bekommt. So zurzeit in Kiew läuft ein Prozess über die Administration der Isolation. Das ist im Zusammenhang mit der Festnahme von diesem Palic. Und das bringt gar nichts. Denn diese Personen, die Mitarbeiter der Isolation, die Administration, die machen sich über mich lustig. Ich bin als Opfer, ich verstehe, dass die niemals tatsächlich leibhaftig vor Gericht vorgeführt werden. Das geschieht alles in deren Abwesenheit. Und das verpflichtet die zu gar nichts. Ну і на сам кінець подивіться просто на практику міжнародних трибуналів за останні 30 років по Балканам, Близькому Сходу, Африці. Засуджені одиниці, і це не виконавці. Серед мільйонів кейсів тільки по Чечні, наприклад. Ja, und man braucht nur jetzt genau hinzuschauen, die Prozesse, die Verurteilungen von Kriegsverbrecher über Balkan, internationale Gerichte über Balkan, Nahe Osten, Afrika, das sind keine Hauptpersonen, die dabei verurteilt wurden, das sind nur einzelne Fälle. Ja. Es geht, dass die UNO soll sich damit beschäftigen, mit der Ausarbeitung entsprechender Gesetze bezüglich der Tribunale, Gerichte über die Kriegsverbrechen. Так, я мав зустріч цього питання і в Конгресі, і в Державному департаменті. І я пропонував, щоб саме Сполучені Штати об'єднали навколо себе демократії ООН і вийшли з загальним стейтментом з цією програмою по, ну, фактично, перебудові світової архітектури по питанню воєнних злочинів. Це треба починати просто з нуля. Ja, also ich habe tatsächlich ein Gespräch gehabt und das Treffen im State Department in den Vereinigten Staaten und habe die gebeten, dass sie sich damit beschäftigen und an die UNO sich wenden, damit dieses und das USA sozusagen als Initiator bei der UNO auftritt und dass die anderen Staaten um die Vereinigten Staaten sich damit beschäftigen, damit das Problem der Kriegsverbrecher Verurteilung gelöst wird. Можна. У мене питання про Палича і позицію органів влади України. Скажіть, будь ласка, чи виправдано на ваш погляд, так виправданий на ваш погляд такий підхід, коли представники державної влади, знаючи, хто такий цей Палич, тримали його на свободі заради отримання якоїсь інформації? Чи це підставно, чи виправдано отримувати інформацію і платити безкарністю? І чи можна на це якось вплинути? Дякую. Es ist die Frage in Bezug auf den festgenommenen Palic, denn er wurde ja nicht gleich festgenommen. Zuerst wurde er von den Sicherheitsdiensten ausgepresst und dann freigelassen. Die Frage steht, ob das berechtigt ist, dass er eben freigelassen wurde als Belohnung für die Information und als die Befreiung praktisch vor Strafe. Und
Ні, це не виправдано, і це злочин як з юридичної точки зору, так і з точки зору логіки. Ja, das ist nicht gerechtfertigt. Das ist nicht hat keine Gerechtfertigung. Das ist nicht gerechtfertigt, weder juristisch noch auch moralisch, auch aus der Sicht des Verbrechens, das er verübt hat. Я розумію, що люди, які з ним співпрацювали, тобто наші співробітники, кадрові офіцери СБУ, вони не мають до нього жодних емоцій, для них ще це лише один з кейсів. В них немає особистого до нього. Ja, ich verstehe natürlich, dass die Mitarbeiter der Sicherheitsdienste, die mit ihm gearbeitet haben, keine Emotionen hatten. Für die war das einer der Fälle, die sie bearbeitet haben. Але вони не мали права не проводити його по паперам та не мали права не заарештовувати, які б послуги інформаційні він не надавав. Aber unabhängig davon, welche Informationsdienste er geleistet hat, hatten sie kein Recht, ihn zu befreien und ihn nicht festzunehmen. Друге, суто логічне питання. Якщо ви вважаєте інакше, якщо ви вважаєте, що це виправдано з точки зору його керівництва, то тоді виникає питання, а навіщо нам його керівництво, якщо ми відпускаємо таких людей, як Палич? Можна відпустити і керівництво, аби вони розповіли про ще вищих людей. І зрештою ми просто прийдемо до однієї людини, Володимира Путіна, до якого ми ніколи не дотягнемось, а всі виконавці будуть на свободі. І man kann nur sagen, wenn die ihn entlassen haben, weil die meinen, dass seine Führung sozusagen dran wäre, aber wir können die Führung nicht belangen. Wir können Putin nicht belangen. Und das heißt, dass wenn wir denn die Führung nicht belangen können, so alle diejenigen, die exekutiert haben, das, was sie getan haben, die bleiben dann frei und unbestraft. Але ви знаєте, зрештою ця ситуація повернулася проти Палича, оскільки зараз на суді він кричить, що він співпрацював з СБУ. СБУ взагалі каже, ми його в глаза не бачили, в очі, ми не знаємо, хто це такий, він нічого не може довести, і відповідно до нього так ставиться суд. Aber das Ganze ist nach hinten losgegangen. Jetzt Palic, der sagt aus im Gerichtsprozess, dass er mit der SBU zusammengearbeitet hat. Und SBU sagt, wir kennen ihn nicht, wir wissen nicht, wer das ist. Und auf diese Weise bleibt er hängen. Und seine ganze Information hat ihm nicht geholfen. Що стосується, як на це вплинути, я мав розмову з вищим керівництвом СБУ, тоді ще був Баканов і його заступники, нічого внятного вони не змогли пояснити, тому що сказати їм просто нема чого. Ja. Ich habe auch das Gespräch gehabt mit dem Leitung der Sicherheitsdienste, damals war das Баканов und seine Stellvertreter, aber die haben nichts Brauchbares mir gesagt, die konnten auch gar nichts Brauchbares mir mitteilen. В рамках нашого розслідування з Bellingcat нам відомо, хто надав наказ і хто виконав цей наказ його відпустити. Але оскільки вони не провели його по паперам, ми не можемо нічого довести. Це фактично просто слова. Ja. Also über Bellingcat im Rahmen unserer Zusammenarbeit wissen wir, wer den Befehl erteilt hat, ihn festzunehmen und freizulassen. Aber das lief alles nicht über die Papiere, es wurde alles nicht ausgefertigt. Das ist alles mündlich. Das heißt, wir können nichts beweisen. Eine Frage von hier, Herr Asseev. Sie leben ja jetzt in Deutschland und haben vielleicht mitbekommen, dass es hier eine lebhafte Diskussion darüber gibt, ob man der Ukraine Waffen liefern soll oder nicht. Und viele Menschen, nicht die Mehrheit, aber vielleicht fast, hat offenbar Angst, dass es zu einem größeren Krieg kommen kann mit Russland. Zwei Fragen. Können Sie diese Angst nachvollziehen? Und die zweite, wie gehen Sie damit um? Пане Асєв, у нас в Німеччині йшла дуже широка дискусія стосовно того, чи треба і чи доцільно поставляти в Україні зброю. І у нас в Німеччині побоюються, що може дійти до дуже великої війни. Що ви можете сказати стосовно цього? У вас є якесь своє? Звісно, як українець, я можу сказати, що нам, українцям, взагалі-то вже втрачати нема чого. Для нас ця війна вже йде, і гірше важко собі уявити. Тому ми тут, звісно, нічого не втрачаємо. Ja. Also als Ukrainer kann ich nur sagen, wir als Ukrainer haben nichts zu verlieren. Der Krieg läuft, der Krieg geht weiter. Was haben wir zu verlieren?
Але на Заході не можуть зрозуміти цей парадокс, який полягає в тому, що якраз якщо не надавати достатньо зброї і тим більше, якщо дати Україні програти в якийсь час, то ця війна, якою так боїться Захід, обов'язково розпочнеться саме на Заході, після України. Aber der Westen kann immer noch nicht verstehen und hat kein Verständnis, dass wenn man der Ukraine nicht ausreichend Waffen gibt oder überhaupt keine Waffen gibt oder die Ukraine den Krieg verlieren lässt, so wird dieser Krieg, der jetzt in der Ukraine tobt, in den Westen übergehen und dass dann dieser Krieg auch im Westen tobt. Я думаю, що це непорозуміння виходить із вкрай низького розуміння, ким є Володимир Путін, його психології, взагалі психології найвищого керівництва Російської Федерації, які тільки розуміють силу і навпаки сприймають будь-які компроміси та перемовини як слабкість. Und ich glaube, in erster Linie liegt es daran, dass man nicht versteht, mit wem man zu tun hat. In der Person von der Russischen Föderation und speziell Putin, der eigentlich nur eins versteht, die Gewalt. Und der alles andere als Schwäche ausdeutet. Ну і зрештою зрозуміти, що на сьогоднішній день, в буквальному сенсі, на сьогоднішній вечір, якщо хочете, Володимир Путін знаходиться в тій ситуації, коли для нього повністю закриті всі шляхи назад. Він може йти тільки вперед, тобто тільки воювати. Інакше інша альтернатива для нього – смерть. Він не може припинити це. Und insbesondere, wenn man über heute, über den heutigen Abend spricht, so ist es klar, dass für Putin alle Wege geschlossen sind. Es gibt zurück. Es gibt für ihn nur einen Weg nach vorne. Er kann nicht aufhören. І відповідно до цього треба будувати будь-яку стратегію поводження з Російською Федерацією, чи то з боку України, чи то з боку Заходу, якщо ви тільки розумієте те, про що я власне зараз сказав. Und deshalb finde ich, es ist notwendig, irgendwelche Strategie bezüglich der Russischen Föderation aufbauen, sei es seitens der Ukraine, sei es seitens des Westens. Das ist das, was ich sagen wollte. Das russische Fernsehen berichtet ja aus den besetzten Gebieten in der üblichen Propagandamanier. Haben Sie zuverlässige Informationen, was zum Beispiel in Donetsk oder in Mariupol vor sich geht? Also Informationen, die über das hinausgehen, was im russischen Fernsehen zu sehen ist, was die Wirklichkeit, was der Alltag da ist, der Besatzung, in den Gebieten, die ja doch weiter entfernt von der Front sind. Російське телебачення розповсюджує практично пропаганду стосовно окупованих територій. Чи є у вас такі надійні інформації стосовно того, що відбувається на окупованих територіях, наприклад, в Донецьку або в Маріуполі, насправді? Не на підставі російської пропаганди. У мене всі соціальні зв'язки з окупованою територією на сьогоднішній день вже розірвані. Вся інформація, якою я володію, вона стосується місць позбавлення свободи, тобто там ще зберігаються контакти з нашими і полоненими, і військовополоненими через місцевий кримінал. А щодо соціальної ситуації, я не можу казати фахово. Also bei mir, meine gesamten Kontakte zu den besetzten Gebieten sind abgebrochen. Ich habe zurzeit, ich habe nur die Verbindungen zu Orten, Gefängnissen und Haftgelegenen und zwar über unsere Kriegsgefangene oder andere Häftlinge. Und zwar läuft das über die kriminelle Welt. Solange bis jetzt das Mikrofon da kommt, es gibt, soweit ich sehe, über Telegram-Kanäle oder andere konspirative Verbindungen im Netz schon Informationen, aber inwieweit, also über die besetzten Gebiete, ich habe jetzt hier so eine Seite zu Mariupol zum Beispiel, aber das dann zu verifizieren,
so als unabhängiger Journalist ist natürlich schwierig, aber irgendwelche Kontakte gibt es schon. Через канали Telegram і інші канали існує якась інформація стосовно того, що відбувається на окупованих територіях, але верифікувати це, підтвердити це неможливо, чи це справді автентично. Welche Faktoren gab es außer der Rationalität noch, das alles aus, die ihnen geholfen haben, das alles auszuhalten? Entschuldigung, ich habe durch Ihre Maske schwer verstanden. Tut mir leid. Welche Faktoren gab es außer der Rationalität noch, die ihnen geholfen haben, das alles auszuhalten? Ja. Які фактори були, окрім раціональності, щоб витримати все те, що ви мали витримати в ізоляції? Та я б сказав, що якраз коли мова йде про ізоляцію, там скоріш ірраціональні почуття. Це почуття фактично, ну я б сказав, навіть помсти, в тому числі тої адміністрації, яка все це вчиняла, тому що багато хто казав, що єдине, що їх тримає ще від суїциду, це вийти та помститись в будь-який спосіб, навіть піти на фронт. Insbesondere was die, wie ich ausgehalten habe, in der Isolation, so ist da eher keine Rationalität, sondern eher Irrationalität da eine Rolle spielte. Und zwar das Gefühl der Rache, Sinnen nach Rache. Viele hielt das am Leben und irgendwie inspirierte die zu überleben, eben das Gefühl rauszukommen und sich zu rächen, sei es an der Front, sei es auf eine ganz andere Art und Weise. В моєму випадку помста стала стратегією в вигляді книжки, в вигляді фонду і в вигляді компанії адвокації з питання ізоляції, якою я фактично займаюся вже 3 роки після звільнення. Ja. Also in meinem Fall äußerte sich diese Rache in der Gestalt des Buches, in der Gestalt der Stiftung, in der Gestalt der Kampagne, die ich, mit der ich mich beschäftige seit den letzten Jahren. Gibt es Online-Fragen oder? Okay. Dann würde ich, wenn jetzt keine Frage da ist, noch zur Information etwas ergänzen zum der Frage eines internationalen Gerichts, einer Rechtsprechung über die Kriegsverbrechen. Wir haben ja jetzt einen Krieg, der also wo die Berichterstattung so intensiv ist und so zeitnah, wie wir das bisher nicht hatten. Infolgedessen werden ja auch entsprechend viele Informationen zusammengetragen. Und Sie kennen es wahrscheinlich, es gibt ja eine Initiative, neben anderen, eine Initiative, abgekürzt T4P, Tribunal vor Putin, das ist T4P geschrieben, also als Wortspiel, ein Tribunal für Putin, wobei natürlich nicht Putin alleine gemeint ist. Das sind, soweit ich weiß, jetzt 9 ukrainische Menschenrechtsorganisationen beteiligt. Federführend ist die Kharkiver Menschenrechtsorganisation, die Helsinki-Union und das Zentrum für bürgerliche Freiheiten, die den Nobelpreis bekommen hat. Und die sammeln Materialien über Kriegsverbrechen in der gesamten Ukraine und stellen die zusammen auf einer Website, die in 7 Sprachen übersetzt wird. Ja. У нас ситуація зараз така, що дуже багато різної інформації стосовно злочинів, які відбуваються в Україні, і все це працює з накопичується для можливих трибуналів. І в цьому зв'язку є 9 громадянських організацій в Україні, які збирають таку інформацію. Die Hoffnung auf lange Sicht ist natürlich, dass die Materialien, also oder auf der Basis dieser Materialien, die gesammelt werden, das ist alles Mögliche, das sind Zeugenaussagen oder auch juristische Texte, Berichte und Gutachten und so weiter, dass das mal als Grundlage dienen kann für ein Verfahren nach dem römischen Statut oder was auch immer in Den Haag. Да. А тобто надія полягає в тому, що на підставі всіх цих юридичних фактів, всіх цих експертиз можна буде влаштувати якийсь суд, можливо, на підставі Римського статуту чи на підставі якихось інших баз. Das Problem
was Sie angesprochen haben, dass man der Verbrecher, der Täter nicht habhaft wird, ist natürlich eine andere Sache. Ja, Problem polegає в тому, про що пан Асєєв сказав, що судили б, але його треба спочатку спіймати. Theoretisch geht das über Auslieferungsverfahren, aber natürlich nicht aus Russland, solange sich das System da nicht ändert. Ja. І теоретично, звичайно, була така екстрадиція, процедура з екстрадиції, але, звичайно ж, не з Росії. Solange sich eben das System nicht ändert, worauf die einzige Hoffnung da eigentlich ist. Mikrofon. Ja, und dann. Ja, in diesem Zusammenhang, wenn eine gesetzliche Lage für Auslieferung oder Gerichtserfahrung fehlt, kommt bei Ihnen in Frage zum Beispiel individuelle Rache, individuelle Rächen, weil okay, gerichtliche Sachen, das ist eine Sache, aber die Leute so viel mitbekommen haben und gelitten und man hört immer, ich höre auch auf Russisch und Ukrainisch verschiedene Blogger, dass entweder ein Kollaborator getötet wurde oder irgendwelche Feuer, jemand hat falsch geraucht oder sowas. Kommt bei Ihnen zum Beispiel in Frage, wie ein Beispiel in Israel, Eichmann wurde entführt und hingerichtet bei einem Gericht in Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie denken Sie daran? Таке запитання, що якщо немає можливості для такої офіційної екстрадиції, чи з'являється у людей якесь бажання помсти, особистої помсти. Наприклад, можна читати, що там колаборанти якогось ліквідували, або хтось покурив не там, де треба, або також був в Ізраїлі такий гнів Божий, організація, яка, наприклад, викрала Айшмана і його поставили перед судом. Ну, власне, дійсно, ці речі відбуваються, і вони, я б не сказав, що вони носять системний характер, але і в питанні колаборантів на окупованій території дійсно вже багато ліквідовано, і це, я думаю, що робота наших спецслужб в тому числі, але це відбувається не системно і не може бути системною, тому що це, знову ж таки, ну, питання легалізації цих засобів впливу. Ja, also es findet natürlich statt. Das ist zwar nicht systemimmanent, das kann auch nicht sein. Das ist das Problem der Legalisierung. Ansonsten finden solche Racheakte statt. Kollaboranten, eine ganze Reihe von Kollaboranten wurden beseitigt von den Sicherheitsdiensten. Aber ich wiederhole, das ist kein System. Я завжди відповідаю, що особисто для мене і взагалі філософія нашого фонду полягає в тому, що для нас найвищою справедливістю є живий, здоровий воєнний злочинець, який стоїть перед судом. Ja, also ich möchte sagen, für mich persönlich und auch für die Mitglieder unserer Stiftung ist Idealfall ein lebender, gesunder Kriegsverbrecher, der vor einem Gericht steht. Але зокрема, в Сполучених Штатах мене дуже часто люблять запитувати чиновники, це їх перш за все турбує в нашій діяльності. А от якщо вам надійде інформація про смерть того ж Гіркіна чи Васі Іванова Саратова, якого там підозрювали у вчиненні воєнних злочинів, чи будете ви платити за це? Yeah. Aber häufig wird mir in den Vereinigten Staaten, das ist so eine Lieblingsfrage, gestellt. Und was passiert, wenn zum Beispiel Sie die Information bekommen, dass Gierkin abgekratzt ist? Ob Sie für diese Information auch bezahlen werden oder jemand andere? Я завжди відповідаю, що ми купуємо інформацію, ми платимо за інформацію, а інформація про смерть – це теж інформація. І відповідно, ми купимо і цю, в тому числі, як журналіст. Ja, also, und ich antworte in diesem Fall immer, wir kaufen die Information ein und die Information über den Tod, das ist auch eine Information. Und wir bezahlen dafür, als Journalisten, für diese Information auch.
Moment, da hinten ist jetzt noch jemand. Ich habe eine Frage, und zwar in dem Buch wird ja beschrieben, dass Sie verhaftet worden sind, weil Sie Journalist sind. Und es wurde auch thematisiert zwischendurch, dass Sie ja schreiben. Haben Sie sich erneut in Gefahr gebracht, dadurch, dass Sie dieses Buch aufgeschrieben haben und veröffentlicht haben? Und ich möchte gar nicht fragen, einfach nur, ist es nicht, lenkt es nicht wiederum den Fokus auf Sie? Und wie gehen Sie damit um? Тобто це стосується книжки, яку ви написали. Ви за професією журналіста, ви написали цю книжку, в якій багато ви розповіли. Чи існує така небезпека, що вам помстяться за те, що ви написали, практично розкрили багато таємниць в цій книжці? Як ви з цим фактом погоджуєтесь? Безперечно, така небезпека завжди існувала, як тільки вийшла ця книжка, але ви знаєте, на фоні діяльності нашого фонду книжка вже, вона не є першочерговою, за що можна вбити. Тому, власне, я вже давно не звертаю на такі речі уваги. Ja. Also in der Tat, es bestand die Gefahr, nachdem das Buch erschienen ist, dass die Gefahr eben besteht, dass jemand versucht, mich umzubringen. Aber auf dem Hintergrund der Tätigkeit im Rahmen der jetzt gegründeten Stiftung wird das sozusagen, kommt das in den Hintergrund, wird das in den Hintergrund geschoben. Und natürlich, es findet sich immer jemand, der jemanden für jemanden umlegen wird. До створення фонду я завжди відповідав, знаєте, жартома на таке питання, що якщо мене вб'ють, то продажі книжки зростуть, тому їм нема сенсу цього робити. Зараз вже інша трішки логіка. Ja, früher, bevor die Stiftung gegründet wurde, als man mir diese Frage stellte, so habe ich gesagt, wenn ich umgebracht werde, so wird sozusagen der Verkauf des Buches eingestellt. Aber jetzt ist nun das Buch schon verkauft. Es lohnt sich nicht, mich nicht umzubringen, um zu verhindern. Ja, ще одна думка. Ще одна думка. Ще одна думка. Росія вчинила ще один злочин. І теж можна сказати гуманітарний. Можна сказати гуманітарний. Вона знищила чи не половину, а чи не більше всієї української інфраструктури. Люди живуть зараз без води, без світла і без тепла взимку. Діти при тому всі. Але люди терплять, люди борються. І їм потрібна зброя. А якщо Україна не стане Україні тої зброї, і ми не втримаємо Росію, то вона би тут, на Западі, дуже швидко. Вона про це мріє. Якщо можете, доведіть. Also es geht darum, dass Russland auch ganz schwer Verbrechen anderer Art verübt hat und weiterhin verübt. Das ist die Zerstörung der Infrastruktur in der Ukraine. Und das führt dazu, dass Menschen ohne Wasser, ohne Strom, ohne Licht, ohne Wärme leben. Das sind Kinder, das sind alte Leute und alles. Und dann diskutiert man immer noch, ob man der Ukraine Waffen gibt, damit sie sich verteidigen kann. Können Sie etwas dazu sagen? Я про це вже сказав, в цьому полягає парадокс, тому що перевірити цю тезу неможливо, поки Україна існує, власне. Так, це можна побачити тільки, якщо ми програємо, і тоді тільки Захід зможе зрозуміти, чим, власне, стане для них самих Росія. Я сподіваюся, що все ж таки переважна більшість політиків на Заході розуміє зворотні речі, так, і не буде доводити до того, щоб ми бачили це на власні очі. І по постачанням зброї, можна сказати, що вони, звісно, недостатні, але з тої кількості, яку вже поставили і будуть поставляти в майбутньому, я думаю, що до цього не дійде. Тобто, що нам просто припинять ці поставки. Ja, also,
Das ist, es muss, die Ukraine muss verlieren, damit der Westen versteht, was, wozu Russland fähig ist. Aber man darf nicht so weit bringen. Jetzt in Bezug auf die Waffen, natürlich, vielleicht wird es nicht ausreichen, aber dennoch, es wird, der Ukraine werden Waffen geliefert. Und das ist eine große Hilfe. Wir kommen jetzt an die Nähe des, also des Endes. Wenn jetzt also noch, wenn keine Fragen mehr da sind, würde ich zum zurück zum Buch kommen. Das ist so gedacht, ja. Ja, ja. Alle zum Büchertisch einladen. Das kann man da natürlich erstehen. Und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, es ist auch wichtig, dass das Buch gelesen wird, gerade im deutschen Publikum, weil es eben beweist, dass ein, wenn man jetzt sagt, was ja oft auch in Deutschland gesagt wird, nicht nur, aber eben vorwiegend, man soll verhandeln, man soll also auf jeden Fall, oder solche Formeln wie Land gegen Frieden, Frieden gegen Land und so weiter. Der Frieden in Anführungszeichen, den das bringt, ist eben dieser hier. Und das ist kein Frieden, das ist Krieg. Und das ist, da, um das zu verstehen, dazu beizutragen, dass das verstanden wird, ist dieses Buch ein Mittel. Und darum würde ich auch anregen, es zu kaufen und zu lesen. Запрошую людей придбати цю книжку, тому що вона, ця книжка, вона показує, що це саме і є ознака того, що це війна. Interessant ist auch das erste Buch, die Artikel, die er geschrieben hat, die zum Teil auch recht ein ernüchterndes, sehr nüchternes, nicht unbedingt heiterndes Bild zeichnen von der Entwicklung, auch von der Haltung der Bevölkerung, der die da, dort verbliebenen Bevölkerung in den damals schon besetzten Gebieten im Zeitraum von 2015 bis 2017, also das erste Buch in Isolation, was wir auch hier haben. Тобто вона звертає увагу на другу книжку, в якій там йде мова про те, як поводить себе населення в окупованих регіонах. Dann noch den Hinweis, er hat noch, ein, noch weitere Bücher geschrieben, vor kurzem ist eben noch eins erschienen, aber ich weiß nicht, das können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit vorstellen. Пані Віра звертає увагу на те, що ви, пан Станіслав, написали ще інші книжки. Є так. Dann würde ich jetzt den offiziellen Teil beenden, mich sehr bedanken, jetzt erstmal bei Nadja Simon für das Dolmetschen, für das Durchhalten. Vielen Dank für die Zeit. In beide Richtungen und ohne was auszulassen und so weiter. Und natürlich bei Stanislav dafür, dass Sie gekommen sind, in der Hoffnung, dass Sie wiederkommen öfters und dass sie das erreichen, was sie möchten. Danke.